So, willkommen zu Kapitel 2 von 7 von der neuen Spezialforschung mit Jirachi, die ich jetzt das dritte Mal mache, aber es sind immer wieder andere Aufgaben dabei. Wir drücken mal wieder den Text durch, den könnt ihr euch ja in Ruhe durchlesen und schauen uns direkt die Aufgaben an. Fange 3 Flurmel, da gibt es 10 Bonbons, entwickel ein Barschwa, 1500 EP. Dafür müsst ihr natürlich eins als Buddy nehmen und damit laufen. Und die letzte Belohnung, 1500 EP, das war glaube ich die Goldmedaille. Bei der dritten Generation, und damit meine ich nicht die Gruppe, die Rapper-Gruppe, das holen wir einfach schon mal ab, weil wir das fertig haben. Ihr seht, insgesamt gibt es hier noch 10 Pokebälle, 3x Staub, 2000 Staub. Und wir gehen gleich mal hier rein und machen mal einen Barschwa zum Buddy. Ach so, das muss ich ja über die Buddy-Funktion machen. Ah, das ist wieder alles hier, da musst du wieder hier oben drücken und dann hier, den Kumpel nehmen wir mal weg. 268 Kilometer gelaufen mit dem Shiny Bubi, wie ihr seht. Den tun wir mal raus. Wir haben nämlich damals ein Shiny Milotic entwickelt. Hier, das ist aber leider Lucky gewesen. Und wir wollen ja natürlich jedes als normales Shiny haben. Also suchen wir uns nochmal einen Barschwa raus. B-A-R. Nehmen hier das höchste Barschwa, was wir haben, laufen damit und werden das dann nochmal zu Milotic entwickeln, ohne dass es Lucky wird, aber trotzdem als Shiny. So, das drin, 20 Kilometer laufen, dann könnt ihr es entwickeln und wir begeben uns mal auf Flurmeljagd. Da ist nämlich gar keins, wenn wir eins sehen, dann melden wir uns bestimmt zurück, drücken das durch und gucken mal, was sonst noch so geht. Ruckel die Katz, sage ich da nur. Ich weiß nicht, manchmal ist das Aufnahmeprogramm richtig edel, das spinnt dann einfach richtig rum und hängt sich halb auf. Auf jeden Fall das dritte Flurmel gefangen, 188 WP hat das und ja, wir können das ja nochmal, wir gehen mal kurz noch hier zurück in den Beutel, 188, 488, 252, und jetzt haben wir noch beim Barschwa, wir gucken mal kurz hier auf den Buddy, 19,9 Kilometer gelaufen. Wir brauchen also noch genau 100 Meter, dann sind die 20 Kilometer voll, dann gibt es noch einen Bonbon und dann können wir auch Barschwa, das Shiny Barschwa entwickeln. Deswegen laufen wir jetzt noch ein Stück und wenn das letzte Bonbon reinkommt, gehen wir nochmal auf Barschwa, werden das entwickeln und neben dem Shiny Lucky Milotic gibt es dann also ein normales Shiny Milotic ohne Lucky, was dann auch viel besser aussieht. Können ja hier auch noch mal den Stop drehen. So, noch ein paar Geschenke mitnehmen. Schadet ja nicht. Ihr seht, das ist wirklich nur noch ein Katzensprung. Dann ist das Kapitel auch fertig. 100 Meter. Ich sag mal, wenn wir bei der Post angekommen sind, müsste das also auch schon drin sein. Was haben wir sonst noch hier? Sternstaub können wir noch abholen. Nehmen wir auch noch gleich mit. Das sind noch 2 Rocket Stops. Können wir vielleicht auch mal abchecken, was da drin ist. Ich suche nämlich immer noch einen Drassler. Also ich habe schon welche, aber ich brauche immer die ganze Familie. Eins fehlt mir glaube ich noch, 3 Stück habe ich schon. Und vorhin war auch die legendäre Raid-Stunde. Oder bei mir hieß das wieder mal legendäre Bierstunde. Pro Raid immer ein Bier, also das müsst ihr mal machen, das ist richtig genial. Ihr lauft dann rum, Bier auf, Raid gemacht. Lobbyzeit, Bier trinken, dann ist das Bier leer, nächster Raid, das geht richtig gut ab. Jetzt steht da, Barschwa hat einen Bonbon gefunden. Wir sehen das hier, 20 Kilometer gelaufen. Ihr könnt also jetzt hier drauf gehen, habt da den Entwicklungsbutton da, 100 Bonbons kostet das. Wir entwickeln jetzt mal das Shiny Barschwa zu Shiny Milotic. Und dann müssten die Aufgaben auch fertig sein. Wir drücken das dann gleich mal durch. Das ist dann das Ende von Kapitel 2 und wir sehen uns bei Kapitel 3 wieder mit 1242. Habe ich damals vom Bockwurst King getradet bekommen. Danke nochmal dafür. Jetzt gehen wir also zurück. Spezialforschung. Hier haben wir 10 Flummelbonbons bekommen und 1500 Erfahrungspunkte nehmen wir auch noch mit. 2000 Sternenstaub, 10 Bälle, 3x Staub. Das war's also von Kapitel 2. Wir sehen uns wieder bei Kapitel 3 von der Spezialforschung. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.